Silber und Kupfer steigen. Ist das die Einleitung der Erholung und die Hoffnung auf eine Erholung? Kommt es jetzt zu der vielbeschworenen Silber-Rallye, die wir schon 2019 erwartet und diskutiert hatten, die aber nicht eingetreten ist? Michael Blumroth von der Deutschen Bank. Im Moment sieht es ja nach einem Silberstreif aus bei den Edelmetallen. Gold auf 1800 Dollar, auf 8-Jahres-Hoch, nähert sich dem Allzeithoch. Das tut Silber noch nicht, aber es geht auch aufwärts. Die 18 Dollar sind überwunden. Ein erstmal positives Signal? Ja, definitiv. Kann man durchaus positiv nennen. Ist natürlich immer noch ein bisschen hinterher hinkend, das Silber, wenn man es mit dem Goldpreis vergleicht. Und das muss man mal gucken, wo wir herkommen. Wir hatten Silber bis jetzt ein Jahreshoch gehabt. Das war in der Nähe von 19 Dollar pro Unze gewesen. Silber war dann im März bis auf 11,50 Dollar runtergeplumpst, hat also wesentlich stärker noch verloren gehabt als der Goldpreis und zieht seither auch dem Goldpreis ein bisschen hinterher. Allerdings kann man auch sagen, dass die Gold-Silber-Ratio, also viele Händler gucken auf das Verhältnis zwischen Gold- und Silberpreis, da hatten wir tatsächlich im März einen Rekordstand von 124 gesehen, also Gold war 124 mal so teuer wie Silber. Da haben wir uns mittlerweile wieder auf die 97 runterbewegt. Also wir sehen, hier geht die Schere wieder ein bisschen zusammen, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass der Silberpreis stärker gefallen war und sich seitdem auch wieder dann deutlich erholt hat. Was man vielleicht noch festhalten kann, wenn man jetzt, ich habe mal geguckt, ein Jahr zurück, wenn man den Silberpreis und den Goldpreis untereinander indexiert, aufzeichnet, dann hat Silber das Gold vom Juli 2019 bis Ende Februar tatsächlich outperformt. Also eigentlich war Silber das stärkere Metall gewesen von Juli bis halt Februar bis Covid-19, dann die Märkte seitdem richtig durchgeschüttelt hat und seitdem hat Gold jetzt die Nase vorne. Aber es sieht so aus, wenn sich die Verhältnisse normalisieren sollten, als hätte auch der Silberpreis jetzt wieder Potenzial. Also das Überschreiten der 18 Dollar pro Unze Marke, was das Sie gerade erwähnt hatten, das halte ich definitiv für signifikant. Fundamental sehen wir eine hohe und steigende Nachfrage nach physischem Silber, nach Barren, nach Münzen. Aber wir sehen auch mehr spekulative Investoren, vor allem aber auch spekulative Long-Investoren. In der Industrie, da bleibt die Nachfrage aber verhalten. Aber viel hängt ja bei Silber an der Industrieproduktion, die aber im zweiten Halbjahr nun endlich mal wieder ein bisschen in die, sagen wir, Puschen kommen sollte. Ja, das wollen wir mal schwer hoffen. Wir haben jetzt gerade hier aus Deutschland die Industrieproduktionsdaten erhalten in dieser Woche, die jetzt ein bisschen schwächer waren als erwartet. Und wir hoffen alle natürlich, dass im zweiten Halbjahr die Industrieproduktion weltweit anziehen sollte. In einigen Ländern ist ja schon ordentlich wieder angezogen. Ich denke da insbesondere an asiatische Länder. Aber ob es nun die USA sind oder die Eurozone, wir hinken natürlich noch ein bisschen hinterher. Und ich denke, oder die meisten Marktbeobachter denken, dass tatsächlich die Industrieproduktion im zweiten Halbjahr wieder deutlich ansteigen sollte, gerade auch was zum Beispiel die Autoindustrie oder Ähnliches angeht. Aber natürlich muss man das mit einem großen Fragezeichen versehen. Wir wissen nicht, inwieweit die Corona-Pandemie sich da immer mal wieder ihr hässlicher Fratze zeigen wird. Tut sie ja leider immer noch fast täglich und deswegen kann das natürlich, ist das die große Unbekannte. Tendenziell steht zu erwarten, dass die Industrieproduktion anzieht, aber natürlich mit großen Unsicherheiten behaftet. Käme damit die viel zitierte Silber Rally, die wir jetzt bei Gold schon sehen. Und wie groß ist inzwischen die Gefahr von Gewinnmitnahmen und welches Kursziel gibt es denn für Silber bei Ihnen im Haus? Ja, die Silber Rally, gut, die ist, kann man schon sagen, ja schon so ein bisschen im Gange, wenn man sieht, wo der Silberpreis sich hochbewegt hat von März bis April, aber definitiv sollte da noch weiter Platz drin sein. Und zwar deswegen, Gewinnmitnahmen sind vielleicht eher nicht unbedingt jetzt schon zu erwarten, weil Gewinne sind eher wenig vorhanden. Ich glaube, viele Marktteilnehmer sind eher ganz zum Schluss erst auf den fahrenden Zug aufgesprungen und einige Großinvestoren, die jetzt an dem Silberpreis partizipieren wollen, werden sich wahrscheinlich sagen, der Trend ist your friend, wir reiten den Trend mal, solange er noch weiterläuft. Ich vermute auch, dass einige Großinvestoren eher so Momentum-Players sind. Das heißt, die haben gesehen, oh, der Silberpreis ist wieder über 18 Dollar pro Unze gestiegen. Das ist vielleicht ein Markt, den wir uns mal anschauen sollten. Viele Analysten erwarten jetzt im zweiten Halbjahr, dass der Silberpreis den Goldpreis wieder outperformen könnte. Kursziele werden momentan genannt von durchaus über 20 Dollar pro Unze. Da müssen wir natürlich mal gucken. Auch hier große Unsicherheit, Covid-19. Aber ansonsten sollten die 20 Dollar pro Unze durchaus möglich sein.
große Unsicherheit einerseits. Auf der anderen Seite sehen wir, dass so klassische Industriemetalle wie Kupfer durchaus ordentlich anziehen. Kupfer auf einem 5-Monats-Hoch. Und gerade Kupfer ist so ein Seismograph für die Wirtschaft. Ist das das, wo die Anleger denken, Mensch, hier kommt die Erholung und deshalb schon sich jetzt mal entsprechend in Kupfer positionieren? Oder ist es nicht einfach so, dass das längst schon in Kupfer eingepreist sein müsste und die Börsen eigentlich den wirtschaftlichen Aufschwung auch da schon vorweggenommen haben? Ja, das haben Sie, denke ich mal, definitiv. Also hier wird in Kupfer auch die Erholungskarte gespielt oder der Aufschwung, weil man sagt ja nicht umsonst, Dr. Kupfer ist so das Metall oder das Medium, was am besten Konjunkturverläufe vorhersagen kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Aktienmärkte in den USA schauen oder gerade in den letzten Tagen auch in China, da wird ja genau diese Erholungskarte auch gespielt, egal wie schlecht die Covid-19 neu infizierten Zahlen in den USA auch ausfallen. Also die Aktienmärkte haben es eingepreist und ich denke auch der Kupfermarkt. Wenn man jetzt zurückblickt Anfang des Jahres, Kupfer Jahreshoch $6,340 pro Tonne, jetzt sind wir ungefähr bei $6,200 pro Tonne, also wir sind ungefähr fast schon in der Nähe des Jahreshochs. Was für ein Industriemetall, was ja wirklich hauptsächlich für die Industrie auch gebraucht wird und nachgefragt wird, was von dem Industriezyklus lebt, das würde jetzt schon bedeuten, dass wir da allmählich schon so viel eingepreist haben, dass die Luft nach oben recht dünn werden könnte. Aber in Chile, wo das meiste Kupfer weltweit produziert wird, steigen die Corona-Zahlen signifikant. Es ist nur medial nicht so weit angekommen, wie es über die Zahlen in Brasilien oder den USA ist. Nun sehen wir, dass die größten Kupferproduzenten wie Codelco schon den Ausbau ihrer Minen stoppen, da den Abbau von Kupfer zurückfahren. Fürchtet man da oder muss man einen Angebotsengpass bei Kupfer in den nächsten Wochen und Monaten fürchten, solange die Pandemie in Chile so derart tobt? Zumal ja auch China auf der anderen Seite mehr Kupfer nachzufragen scheint und weltweit der größte Verbraucher von Kupfer ist mit 50%. Ja, absolut. Das denke ich auf alle Fälle auch, wobei wir jetzt eigentlich das Ganze auch schon zu einem Teil eingepreist haben, weil, Sie haben es erwähnt, die Nachfrage nach Kupfer in China ist sehr, sehr hoch. China, haben Sie auch gerade gesagt, 50% der Weltnachfrage. Wir haben jetzt in China den Fall, den wir eigentlich auch hier in Europa haben. Wir haben sehr, sehr gutes Wetter gehabt, was sehr wichtig ist für viele Baumaßnahmen. Und ähnlich wie viele andere Länder auch kurbelt China natürlich jetzt die darbende Konjunktur auch mit vielen neuen Bauten und Baumaßnahmen an. Und deswegen haben wir gerade auch in Kupfer und auch in Eisenerz zum Beispiel sehr, sehr starke Preissteigerungen gesehen. Also die Nachfrageseite, die Nachfrage aus China ist sehr gut. In den USA könnte es noch ein Fiskalpaket geben mit weiteren Infrastrukturmaßnahmen. Da könnte auch noch mehr Nachfrage rauskommen. Nachfrageseite sieht also momentan richtig top aus. Und auf der Angebotsseite haben Sie auch gesagt, Chile, völlig zu Recht, da sind einige Minen geschlossen, auch die weltgrößte Mine. Und andere Minen gehen in so einen Takt über, dass 14 Tage arbeitet die eine Hälfte der Belegschaft, 14 Tage die andere, dass man versucht, sich möglichst nicht über den Weg zu laufen und nicht gegenseitig anzustecken. Chile nicht so auf dem Schirm der meisten Statistiken mit den Corona-Zahlen, die sind aber auch deutlich höher, als man das von einem, sagen wir mal, relativ kleinen Land erwartet hätte. Also Chile und auch Peru und die umliegenden südamerikanischen Staaten momentan, Corona-Pandemie sorgt für Angebotsengpässe. Wir haben meiner Ansicht nach der Angebotsengpass zusammen mit der starken Nachfrage natürlich schon für die steigenden Kupferpreise verantwortlich gewesen. Aber sollten die Minen noch längere Zeit geschlossen bleiben, wovon der Markt momentan nicht ausgeht, dann könnte da auch weiterhin die Schere zwischen Angebot und Nachfrage weiter zusammengehen. Also es könnte dann durchaus noch größere Angebotsengpässe geben. Okay, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter in die Zukunft schauen. Alle reden von Elektromobilität, auch in Deutschland, aber wir sehen ja in diesem ersten Halbjahr erhebliche Einbrüche auf dem Automobilabsatzmarkt. BMW meldete -25%, Daimler -19%. Nichtsdestotrotz, wenn die Elektromobilität noch mehr Fahrt aufnimmt und man braucht für Elektromotoren signifikant mehr Kupfer als Verbrennungsmotoren, ist dann so grundsätzlich genug Angebot da, um den Bedarf zu decken, und können die Minen auch gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten das leisten? Ja, grundsätzlich denke ich, ist auf alle Fälle genug Kupfer in der Erde, was man da rausholen könnte, was man dann auch für E-Motoren oder Ähnliches gebrauchen könnte.
Also sind, denke ich mal, die Vorräte dürften noch einige Jahre oder Jahrzehnte anhalten, je nachdem, wie sich halt auch die Nachfrage nach diesen Elektromotoren entwickelt. Ich glaube, momentan ist das jetzt noch nicht kein so großes Thema an den Märkten oder unter den Marktteilnehmern, an den Kupfermärkten. Aber ich gebe Ihnen in der Beziehung recht, das könnte irgendwann in den nahen Zukunft mal ein Thema werden, wenn wirklich mehr E-Motoren gefertigt werden. Tendenziell würde ich sagen, das ist mit den weltweiten Vorkommen durchaus zu decken, die mit den Kupfervorkommen. Es gibt vielleicht eher dann Angebotsengpässe bei anderen Metallen, Lithium oder ähnlichen Ingredienzien, die in die Elektromotoren rein müssen. Ich denke, Kupfer sollte nicht ein großes Problem sein, aber es könnte natürlich definitiv auch preissteigernd oder stützend wirken. Michael Blumroth, vielen Dank. Ja, hohe Nachfrage nach Kupfer, vor allem von China, wo die Konjunktur wieder angesprungen zu sein scheint und was 50% der weltweiten Kupfervorkommen braucht. Auf der anderen Seite sehen wir durch die Corona-Krise, dass in China als größtem Kupferproduzenten Minen geschlossen sind und Angebotsengpässe auftreten. Michael Blumroth sagt, wenn Corona weiter tobt und diese Pandemie nicht endlich mal zum Stillstand kommt, dann könnten auch diese Angebotsengpässe ausgeweitet werden bzw. bestehen bleiben. Bei Silber ein Lichtstreif am Horizont, noch nicht die Entwicklung, die Gold gerade nimmt, aber Silber hat die 18-Dollar-Marke übersprungen. Da dürfte auch noch Luft sein, sagt Michael Blumroth, bis möglicherweise 20.